Junge Dame mit Zeichengerät heißt dieses Gemälde von Karl Christian Vogel von Vogelstein, entstanden 1816. Soweit, so gut. An dieses Gemälde kann man aber ein paar ganz interessante und auch durchaus dramatische Geschichten knüpfen. Erstmal ist es vom Dresdner Hofmaler Vogel von Vogelstein, der sehr viel gemalt hat, Angehörige des Hofes in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Galerie Neue Meister hat Dutzende Bilder von ihm. Das ist ein Frühwerk, 1816, stammt von seiner Studienreise nach Italien. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man im Hintergrund durch das Fenster hindurch einen Blick auf den Golf von Neapel. Hier sitzt eine Bekannte von ihm, eine Adelige, die als Zeichnerin dilettiert hat. Das ist die eine Geschichte. Die nächste ist, dass dieses Bild für die Galerie Neue Meister lange Zeit eine große Bedeutung hatte und damit auch für die Dresdner. Es war auf dem Galeriekatalog vom Jahr 1993 auf dem Titel. Und man hat also über Jahre hinweg quasi das Bild der Galerie geprägt. Die dritte Geschichte bezieht sich, ist nicht lustig und nicht leicht, sondern bezieht sich auf die Geschichte des Bildes. Es ist 1940 ins Museum gekommen, als Erwerb aus einer Münchner Kunsthandlung, aus der Kunsthandlung Böhler. Im Rahmen unserer systematischen Provenienzrecherche, also der Suche nach der Herkunft der einzelnen Kunstwerke, sind wir drauf gestoßen. Das Zugangsjahr 1940 war sofort ein Alarmzeichen und wir haben angefangen, uns ausführlicher damit zu beschäftigen, haben geschaut, aus welchem Kontext könnte dieses Bild kommen. Wir sind bald darauf gestoßen, dass die Kunsthandlung Böhler nur die Zwischenstation war, die selber wiederum von einer Wiener, man könnte sagen, Brötlerin erworben hat. Das hat die Situation noch brisanter gemacht und es war uns bald klar, wir müssen nachschauen. Es kommt aus Wien 1940, also vielleicht ein Jahr vorher schon oder zwei Jahre vorher aus Wien gekommen, also unmittelbar in der Zeit nach dem sogenannten Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich, wo es massenhaft Enteignungen in Wien gegeben hat. Wir haben weiter recherchiert, mit Hilfe unter anderem der israelitischen Kultusgemeinde in Wien sind wir auf eine Familie gestoßen, der dieses Bild gehört hat, drei Schwestern, die Schwestern Rosau. Sie mussten kurz nach diesem sogenannten Anschluss ihre Wohnung verlassen in Wien und in eine sogenannte Judenwohnung umziehen. Im Kontext dieses Umzugs wurde eine Vermögensaufstellung gemacht. Dabei wurde dieses Bild auch geschätzt und das Dokument dieser Vermögensaufstellung haben wir gefunden, konnten es also eindeutig diesen Schwestern zuordnen. Die drei Schwestern Rosauer haben ein sehr tragisches Schicksal. Sie wurden nach Theresienstadt deportiert. Eine ist dort gestorben, die anderen beiden wurden umgebracht. Ja, nachdem wir diese Herkunft, diese Vorgeschichte recherchiert hatten, war für uns klar, dass dieses Bild hier nicht bleiben kann, dass das ein sogenannter verfolgungsbedingter Entzug ist und dass es nicht rechtmäßig in die Galerie gehört. Inzwischen hatten wir auch mit einer Organisation, die die Nachfahren dieser Familie vertritt, Kontakt aufgenommen. Eins hat sich zum anderen gefügt und schließlich haben wir das Bild restituiert. Warum es heute wieder hier hängt, ist glücklichen Fügungen zu verdanken. Die Familie hat das Bild in London zu einer Auktion gegeben. Wir haben mitgesteigert und konnten es dann 2010 wieder für die Galerie erwerben. Und insofern ist diese Geschichte zu einem halbwegs guten Abschluss gekommen. Für uns als Provenienzrechercheure ist es aber wichtig, dass das auch quasi ein Denkmal an die früheren Eigentümer dieses Bildes ist.